Herzschmerz ist keine leere Drohung. Jeder Mensch, der schon einmal eine Trennung verkraften musste, weiß, wie unendlich schmerzhaft dieser Prozess sein kann. Eine Beziehung beenden zu müssen, ist keine rein emotionale oder seelische Baustelle. Wir leiden ganzheitlich, unser gesamter Körper schmerzt, wir können weder essen noch schlafen und Zukunftsängste jagen uns Stresshormone in die Blutbahn. Scheiden tut weh und das im wortwörtlichen Sinne. Warum das so ist, zeigen wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Eine Zurückweisung ist wie ein Schlag ins Gesicht. Neurologische Studien konnten mittels Gehirnscans eindrucksvoll beweisen, dass eine emotionale Zurückweisung in unserem Kopf dieselben Areale triggert wie körperlicher Schmerz. Wenn sich eine Trennung für uns also wie ein Stich ins Herz oder ein Faustschlag in die Magengrube anfühlt, dann ist das keine bloße Einbildung. Wir fühlen diesen Schmerz tatsächlich, er ist echt, er ist real und er wird so schnell auch nicht wieder weggehen. Nummer 2. Liebe und Liebeskummer gehen durch den Magen. Wenn wir heftigen Liebeskummer verspüren, befindet sich unser Körper im Ausnahmezustand. Für ihn bedeuten all die Faktoren, die mit einer Trennung emotional und seelisch einhergehen, puren Stress. Er reagiert darauf, indem er das Hormon Cortisol vermehrt ausschüttet. Dieses hat allerdings den unangenehmen Nebeneffekt, dass es sich negativ auf unseren Appetit auswirkt und uns sprichwörtlich auf den Magen schlägt. Auch unser Verdauungstrakt wird davon beeinflusst und reagiert mit Durchfall und Bauchkrämpfen. Nummer 3. Der Aufruhr der Hormone provoziert Stress. Hier schaukeln sich Liebeskummer, Stresssymptome und der Hormonhaushalt unseres Körpers zu einer unheiligen Dauerschleife hoch. Diese drei Bereiche bedingen einander und verstärken einander konsequent. Wenn wir nicht aufhören können zu weinen und elend zu leiden, wird unser Körper nicht damit aufhören können, die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol auszuschütten. Diese überfluten uns dann regelrecht und machen so ziemlich alle Baustellen, mit denen wir ohnehin schon zu kämpfen haben, noch viel schlimmer. Eigentlich sollten sie unserem Körper helfen, sich an besondere Belastungen anzupassen und in eine Art Abwehr- und Kampfmodus zu gelangen. Das ist kurzfristig auch durchaus sinnvoll. Nur langfristig sehen wir uns einer Endlosspirale an unangenehmen Nebenwirkungen dieser Mechanismen ausgesetzt. Nummer 4. Kummer und Herzschmerz halten uns wach. Dass wir bei Trennung und Liebeskummer nachts kein Auge zu bekommen, ist ebenfalls den Stresshormonen geschuldet, aber natürlich auch dem überbordenden Gedankenkreisen in unserem Kopf. Die meisten Beziehungen enden nicht einvernehmlich, sondern zumindest für einen Beteiligten überraschend, um nicht zu sagen schlagartig. Dieses Trauma müssen wir erst einmal mit dem Verstand versuchen zu verstehen, bevor wir uns an die emotionale und seelische Aufarbeitung herantasten. Die Folge von all diesen inneren Kriegsschauplätzen ist Schlaflosigkeit und das oft nächtelang. Tagsüber bekommen wir dieses Defizit in Form von Konzentrationsstörungen und stark beeinträchtigter Leistungsfähigkeit zu spüren. Wir sind fahrig, desinteressiert und unproduktiv, was leider wiederum die Zustände an der Stressfront nicht besser machen wird. Nummer 5. Das Broken Heart Syndrom ist kein Mythos. Ja, die Schulmedizin kennt es tatsächlich und es ist nicht dem Bereich der Mythen und Sagen entlehnt. Eine schmerzhafte plötzliche Trennung oder auch der Tod eines lieben Menschen können unseren Körper derart in einen stressbedingten Schockzustand versetzen, dass sich Symptome zeigen, die denen eines Herzinfarktes nicht unähnlich sind. Schmerzen in der Brust, Atemnot, ein beklemmendes Gefühl im Oberkörper und Panikattacken bleiben dann nicht aus. Sogar am EKG sind diese Auswirkungen auf unser Herz und sein Zerspringen in gefühlte 1000 Scherben sichtbar.
Die EKG-Werte eines Broken Heart Syndroms können sogar exakt jenem eines Herzinfarkts entsprechen. Lediglich die anschließend durchgeführte Herzkatheteruntersuchung zeigt, dass kein Verschluss eines Herzkranzgefäßes vorliegt. Nummer 6. Unser Körper erlebt einen kalten Entzug. Besonders dann, wenn die Beziehung, die wir hinter uns lassen müssen, sehr intensiv und leidenschaftlich war, empfinden wir eine Bindung an Partnerin oder Partner, die einer Sucht gar nicht unähnlich ist. Die Trennung in weiterer Folge aktiviert dann jenen Bereich unseres Gehirns, der für die Verarbeitung von Verlangen und Sucht verantwortlich ist. Unser Körper reagiert folglich wie bei jedem kalten Entzug mit Krämpfen, Schmerzen und endloser Sehnsucht nach dem Objekt unserer Begierde. Nummer 7. Unterschätze niemals die Macht der Kränkung. Wir Menschen bestehen nicht nur aus Körper, Geist und Seele. Wir erschaffen uns mit den Jahren auch ein Selbstbild, das von Selbstwert geprägt ist. Unser Ego, unsere Ich-Bezogenheit, aber auch Stolz und Würde leiden enorm, wenn jemand, der uns wichtig ist, Nein zu uns sagt. Dieser jemand entwertet uns mit seiner Ablehnung, vor allem dann, wenn wir scheinbar mir nichts, dir nichts gegen einen anderen Menschen eingetauscht werden wie eine x-beliebige Ware. Zu den bereits erwähnten Stresshormonen gesellen sich dann nämlich noch negative Gefühle wie Wut, Zorn und Beschämung, die uns wie ein Stein im Magen liegen und unser Herz deutlich spürbar mit eiserner Faust umklammert halten. Rachegelüste lassen uns förmlich in Flammen aufgehen und das spüren wir schmerzhaft in jeder Faser unseres Körpers. Nummer 8. Zukunftsängste halten uns im Würgegriff. Dieser Vergleich mag nicht ganz richtig sein, aber rein körperlich betrachtet ist jede Trennung eine Art Trauma für uns. Sie kommt plötzlich und oft wie aus dem Nichts, lässt uns vor den Scherben eines Lebens zurück, das wir vor wenigen Augenblicken noch unsere Welt war und nimmt uns vor allem eines, jegliche Perspektive. Wir haben mit diesem Menschen vielleicht sogar schon unsere Zukunft geplant. Jetzt haben wir, so scheint es, keine Zukunft mehr. Angst schnürt uns die Kehle zu, führt zu Herzrasen, Schweißausbrüchen und Krämpfen. Unser heutiges Fazit: Schmerz ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen. Dieses Zitat von Queen Elizabeth II. Ist im Falle einer Trennung leider wortwörtlich zu verstehen. Nicht nur unser Herz ist gebrochen, unser ganzer Körper scheint sich vor Schmerzen nur mehr zu kümmern. Unser ganzer Körper scheint sich vor Schmerzen nur zu krümmen und gleicht einem erbärmlichen Häufchen Elend. Wir können weder essen noch schlafen oder uns auf die elementarsten Dinge des täglichen Lebens konzentrieren. Unser Stolz und unsere Würde sind verletzt und wir können uns in diesen dunklen Stunden schlichtweg nicht vorstellen, dass wir irgendwann einmal wieder Freude und Hoffnung empfinden werden. Doch genau das wird passieren. Der Lauf des Lebens sieht es vor, dass auf das Leid die Freude und auf das Ende einer Liebe die Aussicht auf eine neue folgen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.